Saarburg, geschichtsträchtiges Zentrum der Weinlandschaft südlich von Trier. Weinmetropole, Erholungsort und traditionsreiche Handwerksstadt. Zu Füßen der Feste findet der Besucher eine besondere touristische Attraktion, die Firma Mabilon. Sie übt noch die traditionelle Handwerkskunst des Glockengießens aus. Die Glockengießerei ist hier seit 1770 ansässig. Die älteste erhaltene Mabilon-Glocke jedoch stammt bereits aus dem Jahre 1639. Die Mabilons lassen sich seit 1590 als Glockengießerfamilie nachweisen. Die Familie stammt aus Saumur an der Loire. Als Wanderglockengießer, wie es damals üblich war, kamen Mitglieder über Metz bis nach Koblenz. Einer von ihnen blieb in Saarburg und begründete hier die über 200-jährige Firmentradition. Urbanus Mabilon, patentisierter kurtrierischer, kurfürstlicher Glocken- und Stückgießer. Glocken werden in Lehmformen gegossen. Das heißt, die Former in der Gießhalle fertigen in mühevoller Handarbeit eine dreiteilige Glockenform aus Lehm, die sie mit einer Schablone ausmodellieren. Dieser langwierige Prozess umfasst viele Einzelschritte, die wir am Beispiel einer A-Glocke verfolgen wollen. Zunächst richten die beiden Former Hans Hein und Czesław Sobolewski die auf den Ton A exakt berechnete Schablone ein. Die Eisenstange, die sie in den Boden einschlagen, ist die Formspindel, auf der die Schablone aufgesetzt wird. Oben wird die Schablone am Formbalken befestigt. Die Schablonenhalterung muss genauestens senkrecht auf der Formspindel sitzen. Czesław Sobolewski beginnt den Grundring des Kernes mit Backsteinen auszulegen. Dabei führt er die Schablone rund, um die gewünschte Kreisform zu erhalten. Der Former nimmt einzelne im gleichen Abstand ausgezählte Steine aus dem Backsteinring, um für die spätere Befeuerung des Kernes die Zuglöcher zu erhalten. Die Glockenform, deren Kern der Former aufzumauern beginnt, gehört zu einem fünfstimmigen Geläute für die Pfarrei St. Josef in Merzig. Für den Kern benötigen die Former genau vermessene Steine, die konisch zugeschlagen werden müssen, um die Rundform zu erhalten. Die Glockengießer verwenden halbgebrannte Backsteine, die leicht zu behauen sind.
Der eiserne Transportring dient dazu, später die gussfertige Glockenform mit einem Kran in die Gießgrube einbringen zu können. Die Schablone. Das Kapital des Glockengießermeisters ist das Geheimnis seiner Glockenrippe. Seine erste und wichtigste Arbeit ist es nämlich, die Rippe, das Glockenprofil, zu errechnen. Das ist der Querschnitt durch die Wandung der Glocke. Das Profil zeichnet der Glockengießermeister auf ein Buchenholzbrett auf. Die Schablone entsteht, nach der die Glockenform gefertigt wird. Herr Mabillon zeigt einige Arbeitsschritte. Er trägt mit Zirkel und Bleistift entsprechende Koordinatenpunkte auf dem Brett ein. Unterstützt von seiner Frau überträgt er mit einem großen Zirkel diese Punkte auf ein zweites Brett. Die eigentliche Schablone. Es entstehen die Profillinien für die Innen- und die Außenwandung der Glocke. Mabillon zieht die Linien mit Tusche nach. Dann kommen die Angaben über die Tonhöhe und die auftraggebende Pfarrgemeinde auf das Brett, das vor Beginn der Formarbeiten noch zugeschnitten wird. Kernmauern. Nach dieser Schablone fertigen die Former die Glockenform. Zunächst den Kern, der mit Backsteinen aufgemauert und anschließend mit Lehm verschmiert wird. Material benötigen die Former vor allem Lehm. Der Lehm in unterschiedlichster Konsistenz wird in der Lehmkammer aufbereitet. Dazu der Firmenchef Herr Mabillon. Hier wird in einer Speziallehmmaschine, die seit dem Jahr 1920 in unserem Betrieb steht, der Lehm für die einzelnen Formvorgänge vorbereitet. Für jeden Formvorgang brauchen wir eine besondere Lehmmischung. Grundlage ist einmal Lehm und vor allen Dingen Pferdemist. Lehm war auch die Voraussetzung, warum sich die Vorfahren vor über 200 Jahren hier in Saarburg niedergelassen haben. Auf der anderen Saarseite gibt es die größten Lehmvorkommen Westdeutschlands. Die Maschine wurde von uns selbst entwickelt und bei einer Trierer Firma hiernach dann gebaut. Sie ist nur einmal gefertigt worden. Das Besondere bei dieser Maschine ist, dass sich hier neben der Pfanne nochmals zwei 500 Kilo Walzen drehen, womit eine perfekte Vermahlung des Lehms erreicht wird. Der obere Kranz des Glockenkernes ist fertiggestellt. Eine letzte Kontrolle, ob auch nirgends ein Stein zu weit vorsteht. Dies würde nämlich die Formgenauigkeit beim Auftragen der Lehmschichten beeinträchtigen. Thank you.
Die Formkerne für die drei kleineren der 5 Merziger Glocken sind aufgemauert. Eine Woche später. Bevor die Former sie weiter bearbeiten, sollen die Kerne von innen heraustrocknen. Dazu werden sie beheizt. Jeder Formkern erhält eine Brikettfüllung. Die Briketts bilden die Grundlage für die weitere Befeuerung mit Koks. Nach dem Befeuern formt Hans Hein den Hals aus steifem Lehm, Hanfeinlagen und feinem Lehm, schichtweise aufgetragen. Die Backsteinformen mit den Lehmhälsen werden dann über Nacht weiter durchgeheizt. Die Kerne müssen mit großer Hitze vollständig trocknen. Den Kern beschreiben die Glockengießer als einen aus Backsteinen hochgemauerten Ofen. Unten sind die Zuglöcher, oben ist der Hals, als Kamin zu denken. Am nächsten Morgen begießt Hans Hein den Kern mit Wasser, um allen Staub von den Backsteinen abzuwaschen. Durch die Feuchtigkeit sollen auch die aufzutragenden Lehmschichten besser haften. Die Former in der Gießhalle sind angelernte Kräfte, die aus verschiedenen Handwerken kommen. Zum Betrieb gehören auch noch Schlosser bzw. Schlosserlehrlinge. Sie arbeiten in der zugehörigen Schmiede. So, hier, abblasen. Ausformen des Kerns. Die Former Hans Hein, Czesław Sobolewski und Josef Wallrich bringen den unteren Satz mit steifem Lehm an. Diese Lehmschicht stabilisieren sie mit Hanf, damit sie beim Trocknen nicht reißt. Auch soll der Hanf die nötige Bindung unter den Schichten erzeugen.
Den Mittelteil des Kernes und den Hals überschmieren die Former mit dünnerem Lehm, den sie mit der Schablone glatt und exakt modellieren können. Beim Auftragen der ersten Lehmschicht war die Schablone gerade abgekantet. Für den weiteren Formvorgang muss die Kante nach innen abgeschrägt werden. Um die Formgenauigkeit zu gewährleisten, darf nur eine ganz schmale Vorderkante stehen bleiben, die Hans Hein aufzeichnet. Äußerste Konzentration ist erforderlich. Ein Fehlschlag würde die Schablone zerstören und alle Arbeit zunichte machen. Die beiden Linien auf der Schablone geben das Profil der künftigen Glocke wieder. Beim Ausformen des Kerns muss jede einzelne Schicht trocknen, ehe die nächste aufgebracht werden kann. Sonst binden die Schichten nicht. Damit der Lehm schnell trocknet, muss während der Formarbeiten eine große Hitze im Kerninneren herrschen. Zur Geschichte der Glocke. Die Glocke hat eine lange Tradition. Sie gab es schon vor dem Christentum, verwendet als Kult-, Musik- und Signalinstrument. China besaß im 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung eine vollendete Kunst der Gusstechnik und der künstlerischen Formgebung von Glocken. Von China gelangten sie über Vorderasien nach Ägypten. Um 700 vor Christus lassen sich Glocken im Mittelmeerraum nachweisen. Erst seit dem 6. Jahrhundert nach Christus breitete sich die Glocke im christlichen Abendland aus. Je nach Größe des Kerns tragen die Former pro Tag eine oder zwei Lehmschichten auf. Am nächsten Tag. Für das abschließende Ausformen des Glockenkernes muss Hans Hein die Schablone noch einmal nacharbeiten und bis zu der äußeren Profillinie abfeilen. Bis zu dieser Kernlinie müssen die letzten feinen Lehmschichten aufgetragen werden. Dann wird der erste Formteil der Glocke fertig sein. Am oberen Teil des Formbretts feilt Hans Hein eine Kerbe ein. An dieser Stelle wird später der Ring für die Klöppelaufhängung eingepasst.
Die Former bringen die letzten Schichten feinen Lehms auf, während weit über 100 Grad Celsius im Kerninneren herrschen. Die Fertigung der Formkerne für die drei kleinen Merziger Glocken dauerte 11 Arbeitstage. Nachdem der Kern ausgeformt und getrocknet ist, trägt Hans Hein Graphit auf. Dieses Trennmittel soll verhindern, dass die Lehmschichten der auszuformenden falschen Glocke auf dem Kern haften. Die falsche Glocke. Als falsche Glocke bezeichnet man den zweiten Teil der Glockenform. Sie ist das Gussmodell, das in Umfang und Aussehen der zu gießenden Glocke entspricht. Der Sockel, auf dem die Glockenform aufsitzt, bleibt unbestrichen. Um die falsche Glocke formen zu können, wird die Schablone zunächst grob ausgeschnitten. Später, nach dem Auftragen der ersten Lehmschichten, muss sie der Former millimetergenau bis zur Profillinie nacharbeiten und abfeilen. Nach jedem Nacharbeiten der Schablone muss sie der Former wieder exakt einrichten. Czesław Swobolewski trägt die erste Lehmschicht auf. Er fängt wiederum unten an und legt den Lehmkranz praktisch als Bandage um den Kern. Während die Eisengießerei feste, meist wiederverwendbare Gussmodelle kennt, müssen die Glockengießer ihr Modell, die falsche Glocke, jeweils neu fertigen. Vor dem Guss werden die Former die falsche Glocke zerschlagen, um den Hohlraum für das Gussmetall zu schaffen. Zu den speziellen Lehmmischungen, die hier im Betrieb verwendet werden, sagt Herr Mabillon: Für die Fertigung des Lehms benötigen wir in großen Mengen Pferdemist. Und zwar muss es Pferdemist sein von Ackergäulen, die nur mit Heu und Hafer gefüttert werden. Es darf kein Mist verwandt werden von Pferden, die auf Wiesen laufen. Der Pferdemist dient zur Fermentierung, zur Geschmeidigmachung des Lehms. Auch wird er bei Zierlehm angesetzt und muss über Monate den Lehm zum Gären bringen, damit er später so fein wird, damit er durch ganz feine Siebe hindurch gedrückt werden kann. Da es hier zu Lande kaum mehr Ackerpferde gibt, mussten wir, um den Nachschub an Pferdemist zu sichern, uns eigene Pferde hierfür anschaffen. Die tun nichts anderes wie Mist machen. Der Hanf soll verhindern, dass der Lehm beim Antrocknen reißt. Wie ein Kleid um den Lehm gelegt, soll die Hanfauflage zugleich den Lehm binden.
In den nächsten 4 Wochen werden die Former Lehmschicht für Lehmschicht auftragen, bis die ausgeformte falsche Glocke die Wandstärke der späteren fertigen Glocke erreicht haben wird. Ein Blick in die Gießgrube neben dem Formplatz. Links eine der beiden Glockenformen für das Merziger Geläute, die wegen ihrer Größe direkt in der Grube aufgesetzt werden. In der zweiten Grube stehen fertige Glockenformen, deren Guss in den nächsten Tagen erfolgen wird. Von Besuchern interessiert verfolgt, gehen unter dem Formbalken die Arbeiten an einer der kleinen Formen für das Merziger Geläute zu Ende. Vier Wochen später. Die falsche Glocke ist ausgeformt. Auf dieses Gussmodell kommen nun die Inschriften, welche die fertige Glocke zieren sollen. Frau Mabilon misst die Zierlinien aus, sowie die Linien, auf denen die Inschrift aufgesetzt wird. Die Abstände richten sich proportional nach der Glockengröße. Sie werden oben von der Glockenhaube unten vom Schlagring aus, dem Anschlagpunkt des Klöppels, bemessen. Den Text sowie mögliche Bilder und Dekore gibt die Pfarrgemeinde vor, die den Auftrag für den Glockenguss erteilt hat. Jede Glocke wird eine eigene Inschrift erhalten. Die eingemessenen Linien überträgt Frau Mabilon auf die Schablone und schneidet entsprechende Kerben in das Formbrett ein. Diese Arbeiten übernimmt in der Saarburger Glockengießerei stets Frau Mabilon. In die Rillen wird sich das Fett setzen, das auf die falsche Glocke aufgetragen wird. Die Linien werden erhaben als Zierlinien erscheinen. Die Former Hans Hein, Czesław Sobolewski und Thomas Bauer überziehen die falsche Glocke mit einer Fettmischung. Sie dient als Trennschicht zwischen falscher Glocke und Mantel, dem dritten Teil der Glockenform. Frau Mabilon erläutert die firmeneigene Rezeptur. Mit heißem Fett aus Rindertalg und Schmalz wird die falsche Glocke getrennt vom Lehm des Mantels, der später aufgetragen wird. Und auf dieser Fettschicht haften dann später auch die Buchstaben. Das Fett ist aus Rindertalg und Schmalz, muss immer eine gleiche Festigkeit haben, aber ganz dünn sein. Ist es im Winter in der Halle sehr kalt, nehmen wir etwas mehr Schmalz. Ist es im Sommer sehr heiß, mehr Rinderteig. Es wird ganz vorsichtig von Hand aufgetragen. Je
Herstellen der Glockeninschriften. Im Kronenzimmer, über der Schreinerei der Gießhalle gelegen, formt Czesław Sobolewski die Buchstaben für die Merziger A-Glocke in gewässerten Holzmodellen aus. Die Buchstaben für die Inschrift sind aus Bienenwachs. Die Modelle sind vornehmlich aus Kirsch- oder Buchsbaumholz. Es muss ein sehr dichtes Holz sein. Die Firma Mabilon besitzt hunderte solcher negativ geschnitzter Formen für Buchstaben, aber auch für Bilder, zum Beispiel Heiligen- oder Mariendarstellungen. Manche kostbaren Stücke sind über 300 Jahre alt. Das Einzieren. Frau Mabilon trägt noch einmal Fett auf, damit die Wachsbuchstaben besser haften. Es beginnt das Einzieren, wie die Glockengießer das Gestalten der Glocke mit Inschriften, Bildern und Dekoren nennen. Die Texte beziehen sich auf die Heiligen, denen die Glocken geweiht werden sollen. Hier gilt die Inschrift dem heiligen Josef, dem Patron der Pfarrgemeinde in Merzig. Die vier anderen Merziger Glocken sind Maria, sowie den heiligen Petrus, Johannes und Albertus gewidmet. Die Wachsbuchstaben werden sich in den Lehm des Glockenmantels eindrücken, der nach dem Einzieren ausgeformt wird. Durch das Befeuern des Kerns während dieser Formarbeiten werden sie schmelzen und sich auf der Innenseite des Glockenmantels negativ abbilden. Beim Guss wird die Glockenbronze diese Hohlräume ausfüllen. Die gegossenen Buchstaben werden, wie jetzt die wächsernen, positiv auf der äußeren Glockenwandung erscheinen. Auf der Rückseite der Glocke hat Frau Mabilon den Widmungstext angebracht. Gestiftet zu Ehren des heiligen Josef. Merzig, St. Josef, 1991. Nun erhält diese Glockenseite das Mabilon-Wappen, das sogenannte Gießerzeichen, sowie die fortlaufende Produktionsnummer, die erst seit einigen Jahrzehnten gezählt wird. Der Glockengießermeister behält es sich vor, die Texte zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Der Glockenmantel. Auf die falsche Glocke kommen die Lehmschichten des Mantels. Unmittelbar nach dem Einzieren
trägt Frau Mabilon eine Schicht sehr dünnen, monatelang vergorenen und fein gesiebten Lehms auf. Diese erste sowie alle weiteren feinen Lehmschichten trocknen von Luft. Beim Einzieren darf im Kerninneren kein Feuer brennen, da sonst die aufgesetzten Wachsbuchstaben sofort schmelzen würden. Sobald eine Schicht getrocknet ist, folgt die nächste. Es können bis zu 12 Schichten feinen Lehms sein. Später. Die Lagen feinen Zierlehms sind mit Schichten aus festerem, mit Kälberhaaren durchsetztem Lehm überstrichen. Bevor die Former den Mantel weiter modellieren, befeuern sie den Kern mit Brikett und Koksfüllungen. Man geht wieder von der Lufttrocknung zur Feuertrocknung über. Dabei werden die Wachsverzierungen schmelzen. Die äußeren Mantelschichten fertigen die Former aus steifem Lehm, der dann nach bekanntem Verfahren mit Hanfeinlagen und feinerem Lehm überzogen wird. Es wäre möglich, diese Schichten aus freier Hand und ohne Schablone aufzutragen, da diese keinen Einfluss mehr haben auf Gestalt und Ton der Glocke. Aber die Saarburger Glockengießer ziehen den Mantel aus ästhetischen Gründen mit der Schablone ab. Andere Glockengießereien verwenden außer Hanf noch Schnüre oder gar Eisenbänder, um die Lehmschichten des Mantels zu verstärken und die Form für den späteren Transport in die Gießgrube zu festigen. Glockengießereien in Deutschland. Die Firma Mabilon ist eine der 7 letzten Betriebe in der Bundesrepublik. Heute arbeiten noch Glockengießereien in Brockscheid, Eifel, Gescher, Westfalen und Sinn, Hessen, sowie in Heilbronn, Karlsruhe und Passau. Ihre Familientraditionen reichen zum Teil bis in das 16. Jahrhundert zurück. Die einst bedeutende Gießerei in Apolda, Thüringen, hat vor wenigen Jahren ihre Produktion eingestellt. Nach knapp 4 Wochen ist der Mantel fertig. Die Glockenkrone. Parallel zu den Arbeiten in der Gießhalle wird die Kronenform gefertigt. Die Stellagen im Kronenzimmer bergen die Gipsmodelle, in denen die Formen aus Wachs gegossen werden. Die Modelle fertigt die Firma Mabilon selbst an. Die Kronenform entsteht, wie die Glockenform, in vielzähligen, sich über Wochen hinziehenden Arbeitsschritten. Über Nacht ist dieses Gipsmodell, das Mittelstück der Krone, in eiskaltem Wasser abgekühlt. Czisław Sobolewski gießt auf dem Herd erhitztes Spezialwachs ein.
Das Wachs schlägt an dem kalten Gips an und verfestigt sich. Das übrige, immer noch flüssige Material schüttet der Former wieder ab. Die Kronenform besteht aus Mittelstück und 6 Hörnern, ebenfalls in Gipsmodellen aus Wachs gegossen. Nach dem Wässern kann der Former das Gipsmodell auseinandernehmen, die hohle Wachsform weiter abkühlen lassen. Czesław Sobolewski setzt die gegossenen Wachsteile, Mittelstück und erstes Hörnchen auf einer Töpferscheibe zusammen. Nach dem Auftragen feiner Lehmschichten, deren Anzahl mit Kreidestrichen auf der Fensterbank notiert ist, bohrt der Former 3 Löcher. Das erste wird das Gussloch sein, durch das die Glockenbronze in die Form einfließen wird. Auf die beiden anderen Löcher kommen später die Windpfeifen, durch die beim Guss die Gase entweichen. Eine Glocke wird durch die Krone gegossen. Wie bei den Formteilen der Glocke kommt auch hier Schicht auf Schicht fester Lehm, Hanf und feiner Lehm, bis die Krone voll ausgeformt ist. Wenige Tage später. Das Wachs der Kronenform wurde inzwischen in einem Ofen ausgeschmolzen, um den Hohlraum für das Gussmetall zu schaffen. Der Former Josef Merz bereitet die Krone vor, um sie auf die Glockenform aufsetzen zu können. Josef Merz verpasst die aus Lehm gefertigten Windpfeifen auf die Krone. Beides muss sehr stabil miteinander verbunden sein, denn der Gussdruck, das heißt die beim Gießen herausgepresste Luft, ist gewaltig. Er würde eine nur dürftig befestigte Windpfeifenanlage wegreißen.
Aufsetzen der Glockenkrone. Die Krone rundet nicht nur das Bild des Glockenkörpers ab, sie hat auch eine technische Funktion. An der Krone hängt die Glocke im Glockenturm. Da kommt Tommy, der Töchter mir an. So. Deshalb müssen die Former sie nach entsprechenden Kreidemarkierungen exakt einpassen. Die Krone muss genau mittig sitzen. Die Former verschmieren die Krone äußerst sorgfältig mit dem Mantel, damit beim Guss nirgendwo Metall austreten kann. Zur Geschichte des Glockengießerhandwerks. Glocken zu gießen ist eine Handwerkskunst, reich an Tradition und Geschichte, Wissen und Erfahrung. Im christlichen Abendland, zuerst in den Klöstern gepflegt, verlieren seit dem 12. Jahrhundert die geistlichen Glockengießer ihre bevorzugte Stellung. Nun finden sich in den Städten auch Gießer aus bürgerlichem Stand. In der Regel üben sie ihren Beruf als Wanderhandwerker aus, die vor Ort in jeweils hergerichteten Anlagen ihre Glocken gießen. In der Folgezeit entstehen Gießergeschlechter, von denen einzelne bis auf den heutigen Tag die überlieferte Handwerkskunst ausüben. Zu diesen gehören auch die Mabilons. Du darfst. Der gesamte Formprozess vom Kernmauern bis zum Aufsetzen der Krone dauert je nach Anzahl und Größe der Glocken für ein Geläute 2 bis 4 Monate. Die Form für die A-Glocke, die wir bisher im Film verfolgt haben, stellten die Former in 9 Wochen fertig. Im Innern des Kerns brennt noch Feuer. Durch diese Hitze soll die Form in den nächsten Tagen langsam trocknen. Um den Zug zu regulieren, setzt der Former Lehmpfropfen in die Windpfeifen ein. Nachdem die Krone über Nacht antrocknete, müssen die Former sie noch einmal abnehmen und überarbeiten. Zu diesen Arbeiten gehört Risse mit frischem Lehm schließen, überstehende Hanffasern absengen, Graphit aufstreichen.
Der Graphitauftrag soll verhindern, dass beim Guss Metall an der Kronenform festbrennt. Oben ist die Glockenform mit Fett als Trennmittel eingeschmiert, um die Krone für die späteren Gussvorbereitungen erneut abheben zu können. In den folgenden 2 Wochen müssen die Formen vollständig austrocknen und erkalten. Dann können die Vorbereitungen für den eigentlichen Glockenguss beginnen.